Willkommen zurück zu Final Fantasy XIV. Wir sind hier immer noch im Abspann jetzt unterwegs und werden diesen gleich überspringen. Ich lasse bloß noch mal kurz Revue passieren, was beim letzten Mal passiert ist. Wir waren im Castrum gewesen, haben dort Tankard gerettet, Lahabrea besiegt, der wahrscheinlich nicht besiegt wurde, richtig. Haben Gaius aufgehalten, die Ultima-Waffe beseitigt. Und die siebte Ära des Lichts eingeläutet. Damit ist jetzt der Übergang zu Heavensward geschaffen. Für die neuen Patch Notes kann man sagen, die damals ja erschienen sind. Und deswegen werde ich den Abspann jetzt überspringen, damit wir gleich weitermachen können. Möchtest du überspringen? Ja, bitte. Set. Weiter. Ach, das kann ich auch noch überspringen. Sozialdank brauchen wir auch nicht. So, jetzt beginnt unser eigentlich kleines Abenteuer weiter. Sah aus wie der Urkristall, bloß von den Aschern so irgendwie. Alles in Ordnung? Hilfe! Das klingt ja schrecklich. Was geht da vor? Das kann nichts Gutes bedeuten. Ein Primae! Es ist ein Primae! Er ist erwacht, mir. Es besteht kein Zweifel. Ashtaro. Den haben wir auch nie zu Gesicht bekommen. Wahrscheinlich ein unbedeutender Arschtermin. Bahamut hat sich gerührt. Bald werden auch die anderen erscheinen. Franz hat Lopfa, Ekoi hat Shabad und Sul, Ogdom. Nicht Eorzeas Heldin untergehen wird, ist die Frage, sondern nur wann. Wie next up she move? She only can stop us lead Jal. Und mit jedem Moment rückt die Auferstehung näher, das Kommen des absoluten Gottes. Ehre dem Absoluten.
Ehre Zodiac, unserem Gebieter. Die meisten Ascensi werden wir gar nicht antreffen. Was wir jetzt. Dies ist der Anbruch einer neuen Ära des Lichts. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich komme mir gerade vor wie bei Kingdom Hearts. wie man gerade gesehen hat, La Brea und dahinter die drei Ascians, links die Frau, in der Mitte noch ein Mann und links den Mann. Die werden wir alle gar nicht sehen, außer den linken, weiß ich. Den werden wir noch zu Gesicht bekommen, aber sonst eher nicht. So. Ja. Muss man jetzt noch die Quest abgeben. Applaudieren uns. Das ist natürlich super. Und dann werden wir das erste keine neue Quest annehmen. Wir wollen uns jetzt erstmal ein bisschen umschauen. Den Lärm, den du vorhin gehört hast, unsere Leute haben eine Ätherwelle von einer Stärke gemessen, die wir, wie wir sie noch nie beobachtet haben. Das Wellenmuster allerdings haben wir bereits einmal beobachtet, vor 5 Jahren. Ja, ich weiß, was du denkst. Ich wünschte, es wäre nicht so. Aber das Muster lässt keinen Zweifel zu. Gerade hast du eher sehr aus der eisernen Umklammerung des Kaiserreichs und aus den Klauen der wilden Stämme gerettet. Und nun droht ihr schon wieder Gefahr. Das Primae-Problem zu lösen betrachtete ich stets als die Berufung des Bundes der Morgenröte. Nun sehen wir, dass unsere Aufgabe dort nicht aufhört. Wir sehen, wie umfassend und von welcher großen Tragweite diese Frage ist. Alle Probleme eher sehr scheinen damit verflochten zu sein. Wir brauchen deine Hilfe, um diese enorme Herausforderung anzugehen. Mehr als je zuvor. Du hast so viel für uns alle getan und dafür wird dir jeder von uns ewig dankbar sein. Aber wir müssen den Kampf fortsetzen. Gemeinsam. Stell deine Kräfte erneut in den Dienst Eoseas. Machen wir. Abschließen. Flugfähigkeit freigeschaltet. Du kannst dich nun in allen Gebieten von Lanosea, Tanalan, im gesamten Finsterwald, im zentralen Hochland von Kurtas und in Mordona auf einem Reittier in die Lüfte schwingen und fliegen. Drückst du die Sprungtaste, während du im Sattel sitzt, erhebt sich dein Begleiter in windige Höhen auf zu neuen Abenteuern über den Wolken. Uhu! Sehr gut. Ich kann fliegen. So, gut. Ich habe gesagt, wir werden jetzt erstmal uns ein wenig umgucken. Das bedeutet, dass wir aber als erstes jetzt nicht irgendwo hingehen, denn wir werden als erstes die Sargin und die Kobolde angehen. Das heißt, wir müssen nach Lanosea zur Sonnenküste. Oder wir gehen zum Bierhafen. Der noch nicht harmonisiert ist? What? Ne, Bierhafen ist harmonisiert. Ah, dieser. Unten war ich noch gar nicht. Alles klar. Na gut. Dann muss ich mich halt dahin teleportieren. Und da, dann werden wir, wenn wir das erledigt haben, uns ein wenig in den drei Stadtstaaten mal umsehen. Ob wir irgendwelche zusätzlichen Quests erhalten haben. Für Instanzen. Weil manche Instanzen, die wir unterwegs kennengelernt haben, werden auf schwer freigeschaltet. Das ist nämlich ein Vorteil für uns. Verdammt, ich hätte erstmal noch Modena sollen. Egal.
Sehr erfreut, du musst die Abenteurer sein, die von Sturmkapitänleutnant Rashad entsandt wurde. Bitte erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Wildfalk, Sturmmariner 2. Klasse. Du hast dir bestimmt schon ein Bild von der gegenwärtigen Lage gemacht. Das Zivilschiff wurde auf hoher See überfallen und ist kurz darauf gesunken. Die Überlebenden, die hier angespült wurden, kann man an einer Hand abzählen. Einfach furchtbar. Wo bin ich? Wo ist mein kleiner Robin? Bitte warnen Sie Ruhe, gute Frau. Ein Kollege ist gerade auf der Suche nach Ihrem Sohn. Er wird sicher bald wieder hier sein. Überlebende Passagiere wie diese Dame hatten Glück im Unglück, Abenteuerin. Sie wurden aus dem Schiff geschleudert und dank einer gezeigten Strömung genau hierher an die Küste gespült. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Hilf den gestrandeten Schiffbrüchigen und versorge die Verletzten mit dieser Mahlstromarznei. Ich werde mich währenddessen weiter um diese Frau hier kümmern. Und entsorge die Verletzten. Oh je. So. Bin gerettet. Wo bin ich hier bloß? Das Paradies? Habe ich mir das anders vorgestellt? Oh, ich hätte lesen müssen. Naja. Hilfe. Ah, das ist schon viel besser. Das Boot hat sich einfach so verabschiedet. So was ist mir in meinem ganzen Seefahrerleben noch nie passiert. Ah, meine Schulter brennt. Als hätte ich mich in ein Lagerfeuer gelegt. Da möchte man fast sterben, nur um diese Schmerzen nicht mehr aushalten zu müssen. Wow. Bei allen Beinen ist es... Naja. Ja, das ist schon um einiges besser. Diese schleimigen Fischgräten haben uns überfallen. Das ging alles so schnell. Wehe, wenn die mir noch einmal über den Weg laufen. Dann fehlt uns noch einer. Oh. Hello. Sind wir an einen Riff gestoßen? Was ist das ganze Blut? Meine Kraft. Ich fühle mich so schwach. Vielen Dank, ich fühle mich schon viel besser. Wir sind wie aus dem Nichts angegriffen worden. Erst kam der Donner, dann bekamen wir Schlagseite. Und auf einmal waren die Seeräuber da. Und komische Fischwesen, die bestimmt zu den wilden Stämmen gehören. Ja, dass die Fischwesen euch gerettet haben. Und die Piraten halt schuld sind. Scheint, als wäre für alle Verletzten gesorgt. Vielen Dank, Amteurin. Dank dir wären die Schiffbrüchigen, die hier an die Küste angespült wurden, wohl mit dem Schrecken davongekommen. Aber die Sargien werden sie wahrscheinlich trotzdem bis an ihr Lebensende hassen. Wer kann es ihnen auch verdenken? Es ist eine Sache, ein Kriegsschiff anzugreifen, aber ein wehrloses Zivilschiff zu versenken? Das können nur Barbaren mit kalten und gefühllosen Herzen. Diese Bestien haben diese widerliche Tat wahrscheinlich sogar genossen. Oh, Robin, mein süßer kleiner Robin, wo steckst du nur? Sie haben mein tiefstes Mitgefühl, werte Frau. In einer solchen Situation ist es nicht leicht, stark zu bleiben. Aber was zum... Die Sargin. Sargin? Hier? Psst. Was habt ihr hier zu suchen? Es reicht wohl nicht, das Schiff versenkt zu haben. Jetzt wollt ihr wohl auch noch den letzten Überlebenden den Gnadenstoß geben? Ihr verdammten Fischköpfe. Mama!
Marvin, bist du es wirklich? Mama, Mama! Robin, du bist es wirklich. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Was für ein Glück, dass es dir gut geht. Abmarsch! Kann mir jemand erklären, was hier gerade passiert ist? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, dass man die Sagen, das habe ich nie freigeschaltet. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die Szene schon mal gesehen habe. Ich habe sie wieder übersprungen, jetzt von Bären. Ja, es geht mir gut. Als ich im Meer von Mama weggerissen wurde, dachte ich, ich müsste jetzt ertrinken. Aber dann hat mich der Fischmann gerettet. Weißt du, diese Fischmänner sind keine bösen Fischmänner. Die Bösen waren die, die auf unserem Schiff waren. Aber das waren ja andere. Ach so, Abenteuren. Kannst du mir einen Gefallen tun, bitte? Auf dem kleinen Kahn, auf dem ich mitgefahren bin, habe ich ein Haifischmedaillon gefunden. Das ist bestimmt ein ganz wichtiger Schatz von dem Fischmann, der mich gerettet hat. Der Fischmann ist jetzt bestimmt ganz verzweifelt, weil er sein Haifischmedaillon nicht finden kann. Kannst du es ihm wiedergeben, bitte? Der Fischmann ist ins westliche Lanosea gegangen. Da steht bestimmt sein Haus. Sag ihm von mir vielen Dank, dass er mich gerettet hat, ja? Was? Na nice, ich muss ja eh dahin. Auf geht's. Geil. Es ist gut, dass ich zuerst hier hingegangen bin. Dann sollte ich zuerst in den Südosten den Kristall wenigstens noch harmonisieren. Oh, guck mal, warte mal. Freibriefe. Aha! Betörende Gesänge. Eine Plusquest. Das ist schon geil. Das ist, glaube ich, für Aros Sirius. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Könnte durchaus sein. Deswegen werde ich jetzt erstmal dahin gehen. Trotz alledem. Aber wie gesagt, wenn ich schon mal hier bin, werde ich diesen dann trotzdem annehmen. Oh, der Schokobo in der Luft, wie der zappelt. So. Sehr gut. Okay, du warst der für diese Quest. Genau, dich werden wir aber jetzt noch nicht machen. Wir wollen erstmal das eine erledigen. Dann das andere. Wenn wir jetzt ja trotzdem im Bierhafen erstmal die betörenden Gesänge annehmen. Du, 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 du. So, da unten. Ein Diamander. Betörende Gesänge. Technikerin Diamander sucht, macht sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz, den Leuchtturm Pharos Sirius. Ich bin Diamander von der Firma Naldig und Wilmelli. Meines Zeichens Grobschmieden. Ich bin als Technikerin an der Instandsetzung des Pharos Sirius beteiligt. Dieser Leuchtturm auf der Phantominsel wurde von einem fürchterlichen Wesen heimgesucht, der todbringenden Sirena. Sie hat sich den Pharos Sirius zu ihrem neuen Nest gemacht und mit ihr haben sich dort viele Monster niedergelassen. Nach ihrem Angriff haben wir unsere Arbeit unterbrochen und uns in Sicherheit begeben müssen. Wieder mal unterbrechen, richtig gewesen. Naja, egal.
Dabei hatte ich mich so auf die Zusammenarbeit mit Meister Mimidoa gefreut. Mein Bruder und ich haben Meister Mimidoa viel zu verdanken. Er hat sich schon seit unserer Kindheit um uns gekümmert. Mein Vater hat auch unter ihm gearbeitet, aber er wurde von der Sirene getötet. Ich möchte alles tun, was mir möglich ist, um Meister Mimidoa meinen Dank zu zeigen. Ich werde all mein Können in diese Arbeit stecken. Bitte hilf mir, diesen Wunsch wahr werden zu lassen. Vertreibe die Sirene, damit wir die Arbeit wieder aufnehmen können. Am besten sprichst du einmal mit Meister Mimidoa persönlich. Wenn er hört, dass du uns helfen möchtest, wird sich seine Laune sicher heben. Seit dem Sirenenüberfall ist er ziemlich niedergeschlagen. Du findest ihn unten am Steg. Alles klar. Können wir das eben freischalten? Ja, mach mal. Mal eben freischalten. Idee, du bist es. Die Sirene, die du von der Phantominsel vertrieben hattest, ist zurückgekehrt und hat sich im Pharos Sirius eingenistet. Und mit ihr viele widerwärtige Monster. So ist es natürlich unmöglich, weiterzuarbeiten. Verflucht sei diese abscheuliche Sirene. Sie zerstört meine Arbeit, nimmt meinem Leben seinen Sinn und schlimmer noch, sie hat einen meiner geliebten Mitarbeiter auf dem Gewissen, Diamandas Vater. Bitte dich, Lorelei, mach diesen abstoßenden Geschöpf den Chaos, ein für alle Mal. Das Nest der Sirene befindet sich im obersten Stockwerk des Pharos Sirius. Setze von dem anderen Steg aus zu den Phantominseln über und sprich mit David. Er wird dir helfen, den Pharos einzudringen. In den Pharos, okay. Wenn du mit der Sirene fertig bist, oh, und ich bete, dass du ihr richtig einheizt, dann überbringe die frohe Nachricht zuerst Diamanda. Schließlich hat die Sirene ihren Vater genommen. Ja. Kein Problem. Irgendwann. Da muss ich dich hier zu dem Fährenkapitän, ne? Genau, Phantominseln. Da möchte ich hin. Vor allem muss ich immer noch 40 Gil bezahlen. Eine Frechheit. Aber ich könnte, glaube ich, auch, wenn ich mich recht entsinne, fliegen jetzt. Scheiße. Weit ist es ja nicht. Naja. Ich habe dich schon erwartet. Meister Mimidoa hat mir von dir erzählt. Also, die Sirene hat ihr Nest im obersten Stockwerk des Pharos. Wenn du einfach durch die Eingangstür spazierst, werden sofort alle Monster im inneren Leuchtturm auf dich aufmerksam. Eine offene Bauweise hat eben auch ihre Nachteile. Aber keine Sorge, es gibt einen versteckten unterirdischen Eingang. Durch den kannst du ins Pharos unbemerkt betreten. Relativ unbemerkt. Ah, hier ist es unbemerkt. Hier auch. Relativ unbemerkt, meine ich. Erfolg, Abenteurerin. Sehr gut. Okay. Pharos Sirius nun zugänglich. Okay, das haben wir. Dann machen wir jetzt erstmal weiter mit unserer Quest für Isahagin. Wo hier vorne zu sein scheint. Da. Ach doch, jetzt erinnere mich. Hier war ich schon mal. Die Sagen habe ich doch freigeschaltet. Ich habe es halt nur übersprungen gehabt. Ja, ja. Was willst du? Flossenlose haben in unserer Aufzucht nichts verloren. Kapiert? Mach, dass du abhaust. Das hier ist unser Land. Das ist doch Noffs Haifischmedaillon. Wenn ihr das wüsste, wo hast du das her, Flossenlose? So, der gerettete Junge will damit also seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Wer hätte das gedacht, dass Flossenlose mal ein so löbliches Verhalten an den Tag legen würden? Du kannst rein, wenn du willst. Noff war es, der den Jungen gerettet hat. Er ist der Boss hier in der Aufzucht.
Und außerdem unser Vater. Lass ihn rein. Hallo! Was geht ab? Du traust dich ganz schön was, einfach hier in unsere Aufzucht zu kommen. In letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Ich verstehe. Du bist also eine Freundin des Jungen, dem wir geholfen haben. Mein Name ist Noff. Ich bestimme hier, wo es lang geht. Nein, es gab keinen besonderen Grund, warum ich dem Jungen geholfen habe. Keine finsteren Absichten, falls du das meinen solltest. Bei uns Saraginen stehen Blutbanner an oberster Stelle. Kinder sind unser wertvollstes Gut. Das ist bei eurem Volk doch genauso, oder nicht? Übrigens sind alle von uns, die hier in der Aufzucht leben, blutsverwandt. Um genau zu sein, bin ich der leibliche Vater der ganzen Rasselbande hier. Was? Du hast mein Medaillon mitgebracht? Was für ein Glück! Es handelt sich hierbei nicht um billigen Schmuck, sondern um eine Auszeichnung von unserer Königin, der verehrten Indigo-Mutter. Das Medaillon ist mir fast so viel wert wie meine Kinder. Und das will etwas heißen. Als Dank für einen Fisch gibt Tausende zurück. Das war schon immer unser Motto. Ich heiße dich daher herzlich willkommen in unserer Aufzucht. Das muss gefeiert werden. Einen kleinen Schluck in Ehren kann schließlich niemand verwehren. Habe ich recht? Ich kann allerdings nicht garantieren, dass es einer Flossenlosen wie dir auch schmecken wird. Hahaha. Oh, jetzt kommt erst die Freispielquest, okay. Klein, aber oho. Noff hat etwas Wichtiges mit dir zu besprechen. Du warst also auch an der Rettung der Schiffbrüchigen in der Straße von Meltor beteiligt? Und weißt du auch, dass die Übeltäter, die das Schiff versenkt haben, Saragin waren? Genauer gesagt war es eindeutig das Werk der Riffharpunen. Diese gewissenlose Bande lebt am Sapsa-Bleichplatz. Sie gelten als die radikalsten aller Saragin und vertreten hochgefährliche Ideologien. Unsere Anhänger versuchen, die finsteren Pläne der Riffharpunen zu durchkreuzen. Aber dieses Mal leider ohne Erfolg, wie man an der Tragödie am Strand sehen konnte. Wenig mit unsere Anhänger meine, eine Gruppe unabhängiger Separatisten unter meiner Führung. Wir leben hier in Noffs Aufzucht, seit wir uns von der Gruppe am Sapsa-Leuchtplatz abgespaltet haben. Ich bin mir nicht sicher, wie ihr Flossenlosen das macht, aber Saragin leben stets zusammen mit ihrer gesamten Familie am selben Ort. Das Oberhaupt der Familie ist immer der Vater. Sobald ein junger Saragin dann als vollwertiger Krieger Anerkennung gefunden hat, erhält er von unserer einzigartigen Königin, der Indigo-Mutter, das großartigste Geschenk, Eier. Deren Aufzucht liegt dann uneingeschränkt in seinen Händen. Bevor die Eier allerdings das Licht Eorzeas erblicken können, braucht unsere erlauchte Indigo-Mutter einen geeigneten Leichplatz. Absolute Ruhe ist bei dessen Auswahl oberstes Gebot. Deswegen habe ich die Saragin damals hier niedergelassen. Leider entwickelte sich der Sapsa-Leichtplatz zur Haupt... Was? Ursache, alles klar. Für die Fehde, die nach einiger Zeit entstand. Es gab andere, genau wie du, Lorelei, die uns... Vater, etwas Furchtbares ist.
sei nicht immer so aufbrausend. Wie oft muss ich dir noch lernen, dass ein echter Sargin-Krieger sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen darf? Entschuldige, Vater. Aber es geht doch um meinen Bruder, den sechsjüngsten Pio. Was ist mit Pio? Pio hat eigenmächtig die Aufzucht verlassen und ich denke, nein, ich bin mir felsenfest sicher, dass er zu einem Gespräch mit den Riffharpunen gegangen ist. Diese Dumpflosse! Noch nicht mal ausgewachsene Schuppen, aber das Maul kann er schon so weit aufreißen, dass 10 ausgewachsene Ogre-Barrakudas problemlos nebeneinander reinschwimmen könnten. Zum Flossen ausraufen ist das. Es tut mir leid, dich um so etwas bitten zu müssen. Aber die Zeit drängt leider. Bitte hilf uns, Pio zurückzuholen. Mein Sohn Sev wird dich über die Einzelheiten aufklären. Wo ist er? Ja. Mal ran hier. Du hast gehört, um was es geht, oder? Mein Bruder Pio ist verschwunden. Naja, dass er mein Bruder ist, hätte ich eigentlich nicht erwähnen müssen. Hier in der Aufzucht sind schließlich alle miteinander verwandt. Pio ist noch ein dummer kleiner Junge, aber leichtsinnig wie kein Zweiter. Ist auf jeden Fall zu den Riffharpunen gegangen, diese Flachkieme. Dass sie wirklich mit ihm reden wollen, glaubt niemand außer ihm selbst. Die werden ihn umbringen. Vater muss die Aufzucht beschützen und kann hier nicht weg, aber du scheinst ziemlich stark zu sein. Für eine Flossenlose. Ich hoffe wirklich, dass du ihn unbeschadet zurückbringen kannst. Wahrscheinlich hat er es schon bis Halbstein geschafft. Du findest ihn bestimmt irgendwo in der Nähe des Sargin-Feldlagers vor dem Norddamm. Alles klar. Alter, die haben genauso so eine dumme Aussprache. Oh nee. Da graut's mich schon, wenn ich zu die Kobolde muss. So, warte mal, wo muss ich ihn nennen? Gott. Das muss erstmal einer sehen. Ah ja, mitten im Fade natürlich. Da. Hello. Du störst, Kimloser. Flossenloser, verschwinde. Das hier hat nichts mit dir zu tun. Mit bezweifle ich. Es hat doch was mit mir zu tun. Du musst es ja machen. Oh Gott. Bye bye. So, Pio. Reden wir mal Klartext. Einer Scheiße. Gott ist der Clean. Jetzt werde ich auch noch von einer Flossenlosen gerettet. Ich schäme mich so. Meinem Vater kann ich bestimmt nicht mehr unter die Augen treten. Was sagst du? Mein Bruder hat dich damit beauftragt, mich zu retten? Woher kennst du ihn denn? Verstehe. Trotzdem bin ich sauer, wegen diesen hinterhältigen Riffharpunen. Die wollten gar nicht reden, die haben mich sofort angegriffen, diese Schlappflossen. Mein Vater sagt immer, nur Gespräche führen zur Einsicht. Aber Gespräche mit einem kleinen Kind wie mir zählen wohl nicht. Riffharpunen haben mir nicht mal richtig zugehört. Mein Vater ist jetzt bestimmt böse mit mir, oder? Dabei wollte ich doch nur zeigen, was ich kann, damit meine Brüder mich richtig ernst nehmen. Das kommt noch. Du brauchst noch 5 Jahre. Gut, das hat mal erledigt. Dann ab rüber. Ab rüber. Oh, das müsste eigentlich schon reichen, ne? Theoretisch ja.
Da bist du ja wieder. Es war sehr edelmütig von dir, dich für uns in Gefahr zu begeben. Sei dir gewiss, dass ich Pio gehörig die Leviten lesen werde. Er hat Schande über die Familie gebracht. Um ehrlich zu sein, Lorelei, sehe ich für die Sahagin sowieso eine alles andere als rosige Zukunft. Du solltest dazu wissen, dass unser Hauptstützpunkt eigentlich in den Indigo-Tiefen liegt. Ein großer Teil der Sahagin führt dort ein einfaches und friedvolles Leben. Wenn allerdings die Zeit kommt, für Nachwuchs zu sorgen, müssen die Sahagin Festland betreten. Zunächst benötigen wir Laichplätze und danach einen Platz für die Aufzucht und Erziehung der Kleinen. So war es schon immer und so wird es wohl auch für immer bleiben. Unsere Laichplätze wurden durch die letzte große Katastrophe hart getroffen. Es bleibt uns keine andere Wahl, als uns dort niederzulassen, wo wir bis heute noch aufzufinden sind. Ihr nennt dieses Gebiet westliches Lanosea. Wenn man es aus eurem Blickwinkel betrachtet, könnte man natürlich argumentieren, dass wir nichts als Eindringlinge sind, die plötzlich und ungefragt euer Territorium für sich selbst beanspruchen. Für uns allerdings war die Sicherung von Festland nichts Geringeres als eine Frage von Leben und Tod. Wenn wir von diesem Stück Festland vertrieben werden sollten, wird uns damit auch die Chance genommen, für unseren Nachwuchs zu sorgen. Das würde das sichere Ende für unser Volk bedeuten. Genau deshalb bin ich gegen jede Art von Konflikt mit euresgleichen, leben und leben lassen. Diese Devise sollte für uns alle an oberster Stelle stehen. Die Riffapunen werden ein solches Konzept allerdings nie begreifen. Sie würden euch am liebsten genauso kontrollieren, wie sie es mit den plündernden Schlangen tun. Für sie gibt es nur ein Heilmittel gegen Widerständler, deren Ausrottung. Es ist ja beileibe nicht so, dass ich der beste Freund aller Flossenlosen werden würde, möchte, so rum. Auch gegen eine Beschwörung und die Verehrung Leviathans habe ich eigentlich nichts einzuwenden. Aber jetzt ist nicht die Zeit, für uns Sahagin gegen euch zu kämpfen. Unsere Kinder und Kindeskinder werden uns irgendwann für diese Entscheidung danken. Aber bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Wo habe ich denn das aber jetzt schon wieder her? Alter, bin ich vollkommen betrunken gerade? Auf dem Spiel steht schließlich die Zukunft aller Sahagin. Ich brauche deine Hilfe. Lass uns zusammen für eine gemeinsame Zukunft unserer Völker kämpfen. Eine friedliche Zukunft in Eintracht und Harmonie, geprägt von gegenseitigem Verständnis. Für die Bedürfnisse des anderen, gegen die Riffharpunen, die diese Eintracht zu verhindern suchen. Natürlich. Großartig. Die wichtigste Lektion gleich vorweg, die Riffharpunen sind unsere Feinde. Wenn wir sie ihre Gräueltaten ungehindert fortsetzen lassen, werden die Flossenlosen niemals für konstruktive Gespräche bereit sein. Wir müssen ihre Ambitionen im Keim ersticken und einen Krieg gegen die Flossenlosen verhindern, mit vereinten Kräften für eine gemeinsame Zukunft. So, damit hätte man das abgeschlossen. Nice, Aufträge freigeschaltet. Wie die Sahagin, sehr gut. Machen wir mal kurz den Stämme. Ja. Brauchen wir bloß noch die Kobolde. Irgendwo da drüben sind. Da unten. Ja, ich werde mich mal auf den Weg jetzt dahin begeben. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle Schluss. Einfach als Ausgleich zu der letzten Folge, die bedeutend länger ging. Und ich bedanke mich vielmals hier fürs Zusehen bei Final Fantasy XIV. Wir werden das nächste Mal, wie gesagt, die Kobolde freischalten. Und dann vielleicht sogar in... wie hieß die denn nochmal? Pharos Sirius gehen.
Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.